Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact. Weiß ich mir das in der Aufnahme? So, jetzt aber wieder. Ne, ich habe da bloß auf meinem Bildschirm vom Aufnehmen, habe ich bloß irgendwas gesehen und dann, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht in der Aufnahme ist, aber ist es eigentlich nicht. Wir haben das letzte Mal mit der Diona alle Dinger gemacht. Was haben wir jetzt hier noch? Genau, das müssen wir auch noch machen. Wir haben noch ein paar Tagging Zeit. Ich bin jetzt eher am Überlegen, machen wir jetzt einen Zhong Li Sainz oder dann Noelle? Auf die zwei habe ich irgendwie immer noch keine Lust. Ich frage, weiß nicht warum. Bei ihm weiß ich nicht mal. Ich habe den noch nie irgendwas gemacht mit dem. Aber er nervt. Aber wir hatten den Noelle Teil 2. Der Weg zur ritterlichen Ausbildung. Erreiche Ausgänge 6? Warte, warte, warte. Ne, nee, das waren immer 6 Stück, ne? Hä? Nee, doch, Ausgang 5. Ausgang 5. Da gibt's echt 6 Stück? Okay. Bei ihm gibt's auch 6. Ja, Noel, hier gibt's auch 6. Da gab's hier auch 6. Okay, da gab es bei der Diona 1 weniger als gedacht. Oder als bei den anderen. Da gab es auch nur ein trauriges, ne? Der Rest ist ja eigentlich alles in Ordnung. Okay. Ah, komm, wir machen nur als zweite. Ich will wissen, wie das weitergeht. Der Weg zur ritterlichen Ausbildung. Noel. Einladungsereignis. Teil 2. Ich bin gespannt, was sie jetzt halt hat. Und ob die irgendwas von dem Zeug weiß, was wir im ersten Einladungsereignis gemacht haben. Und auf jeden Fall hat es so einen Touch von Date. Ein bisschen, zum Teilen. Teilweise sind es ein bisschen so Aufgaben, einfach nur. Warte mal, ist sie immer noch da unten am Lesen? Ich schau auf jeden Fall irgendwas. A thesis on chivalry. Favonius Bladework Fundamentals. So much to learn before the exam. How will I ever get through everything? Was machst du da? Oh, honorary knight. Long time no see. Anything you need me to take care of? Das sieht nicht gut aus. I don't. I'm sorry to make you worry on my account. I've been busy preparing for my exam. Other than for work and training, I've barely left the library. The exam is drawing nearer and nearer, but there just seems to be an endless amount of material to review. Natürlich gibt es nur eine Prüfung, bei der Noel Blut und Wasser schwitzen würde. Right. The Knights of Avonius selection exam. Even though I've already worked for the knights as a maid for some time, I still need to pass this exam to officially become a knight. It's just that I've failed several times in the past. I still don't know if I can make it this time. Kann ich dir beim Lernen helfen? Study buddy. No, I... That won't be necessary. This is my exam, and I'm taking it to fulfill my dream. Any obstacles I face are mine to overcome. Plus, there is still some time to go before the exam arrives. You're the honorary knight of Mondstadt. It won't do for me to take up so much of your time. But on the day of the exam, if you happen to be free. Wann ist sie denn? Ich werde da sein. Based on the night schedule, I think it should be half a year from now. In einem halben Jahr? But it's just half a year. Don't you think that's quite soon? Nein. Even though there is still some time, if I don't make good use of it, it will disappear. I've planned my schedule carefully. If I sleep 2 hours less each day and finish my work 1 hour earlier, then as long as I spend all the time I save studying, I should just about be able to finish these books. Was? Jetzt ist die Frage, wie viel schläfst du überhaupt? Ich meine, 2 Stunden weniger Schlaf, nachdem du ja eh so workaholic bist. Well, there's always coffee if I feel sleepy, and I have some candy on hand, just in case I ever feel low on energy. Wenn du dich überanstrengst, wird sich das auf deine Prüfungsergebnisse auswirken. No, it won't.
made sure to allocate time for training too. After all, combat is also assessed as part of the examination. Did I get too worked up all of a sudden? My vision seems a bit blurry. No, I still have training tomorrow. I must freshen up. I apologize for letting you see me in such bad shape. I'm okay now. Wenn du dich überanstrengst, wird alles nur schlimmer werden. But every time I think of the exam, I get so nervous. Only studying or training helps to relieve it a little. But in the end, I keep finding new ways in which I'm not prepared. And that makes me even more nervous. Vielleicht würde dir ein Szenenwechsel gut tun. Versteck dich nicht davor. Stell dich der Prüfungsangst. Szenenwechsel. You mean a change of location? Hmm. Yes. Staying in the Knights headquarters and in the library all the time does tend to make me feel as if I always have to be studying. But where else could I go? The Cat's Tail? Or the Angel's Share? Or perhaps somewhere away from the city? Starsnatch Cliff or Windrise? I could even make some muffins, grab some napkins, and make a picnic out of it. Oh, but would that just waste too much time? Wie wär's mit einem Ziel, das noch weiter weg ist, eine Reise nach Lüge? A trip? To Liyue? Oh, I couldn't possibly justify that. In the time it would take to get to Liyue and back, I could have finished several of my books. In Liyue gibt es eine Redensart, lieber 10.000 Meilen reisen als 10.000 Bücher lesen. Gibt's das wirklich? Hmm. You really think I shouldn't limit myself to Mondstadt? Maybe you're right. Mondstadt is symbolized by the wind. But my vision is a Geo one. Maybe visiting the nation built by the Geo Archon could help me learn something new. Hmm. Very well then. If it's just a quick visit. Naja, ich bin in 2 Sekunden dort. Map und Teleportation. Ja. Map. Warte mal, wir machen einfach Klick und wir sind da. Okay. Hä? Warum ist die Abenteuergilde golden? Hä? Kann ich da was abholen? Ach so, ja, die Leutchen, die wo ich auf die Reise schicke. Wupp. Okay. I can't believe I've really come all the way to Liyue. Wow. The architecture here is so unique. And there are so many people around. But somehow, I feel like I'm constantly being watched. Naja, du siehst zwar wieder besonders gut aus. Naja, ein Ritter des Orden von Mondes gibt man hier selten so Gesicht. Ein bisschen schmeicheln? No, please don't make fun. Alter, ich kann das wieder auffüllen. You shouldn't make jokes like that in public. People may hear you and get the wrong idea. Ihr habt auch das Bild mit der Rose gesehen, wo wir unter dem Baum liegen. Das kann man eigentlich normal nicht falsch verstehen, wenn man sowas sieht. Auch wenn sie es nicht weiß. How strange. Back in Mondstadt, I never feel shy around strangers. But over here, I feel so tense. It's probably because I'm in a completely different environment. I don't know how I should act to make sure I don't make a fool of myself. And speaking of, I heard that it's customary to eat with chopsticks in Liyue. Back in Mondstadt, I've previously provided chopsticks to visitors from Liyue. But I've never used them myself. Oh, I hope I won't become a laughing stock. Ich kann dir zeigen, wie man Stäbchen hält. Möchtest du es versuchen? Huh? Oh, I was just thinking aloud. Don't worry about it. My time here in Liyue is precious. I should make good use of it to study. Das ist eine schöne Szene, so die Stadt im Hintergrund. Die Blätter, die was hier durch den Wind wehen, die Musik. Man weiß ja nie, vielleicht musst du bei der Prüfung beweisen, dass du mit den Leuten aus Liyue zusammenarbeiten kannst. Wenn du die hiesige Kultur verstehst, hast du einen besseren Draht zu den Menschen hier und kannst mehr lernen. True. If I offended the locals by not knowing their customs, I wouldn't have the chance to learn from them. Huh. Then, okay. Let's start by learning about the local cuisine. Do you have any suggestions? Gehen wir zum Restaurant Wanmin. Okay. If it comes recommended by you, I'm excited to find out what kind of food it is. Erstmal schnell zur Abenteuergilde. Faster. Okay, faster. Damit wir die Leutchen wieder losschicken können.
So, 20, zack, gleich wieder losschicken, Ember. Wir schicken wieder dieselben los, Kea. Okay, ich meine, ich kann ja mittlerweile losschicken, wen ich will, habe ich raus... Oder ist mir gesagt worden? Wusste ich gar nicht. Weil am Anfang vom Spiel war es nämlich noch so, wenn den, wo du benutzt hast, konntest du nicht mehr benutzen. If it isn't the Traveler, what would you like to order today? One Min Restaurant will cook it just how you like it. Oh, is this a new customer you brought with you? Based on Madame's attire, it would appear that even a knight of Favonius will travel all the way to Liyue just to try One Min Restaurant's cooking. Knight of Favonius? Oh, I'm not... I'm just joking, of course. You must be in Liyue on official business. But anyway, while you're here in Liyue, I can confidently say that you won't regret stopping by One Min Restaurant to try our tasty dishes. That's not what I meant. Not what you meant? Oh, I see. I suppose you must be looking for Liyue Pavilion or Sinyue Kiosk. Most first-time visitors have only heard of these two places. I just didn't expect the Knights of Favonius to be the same way. Koch Mao, das hat sie nicht gemeint. What I meant was, I am not an official Knight of Favonius. I'm just a knight in training, currently serving as a maid. Goodness, they really distinguish between knights to that degree? Well, anyway, as long as you dine at One Min Restaurant, rest assured you will leave here a satisfied customer. Since this is your first time in Liyue, perhaps you're not used to chopsticks yet. If so, might I recommend the grilled tiger fish? Fresh, fragrant, and easy to eat. If I tone down the spice a little, it should be perfect for the Mondstadt palate. Wanna try it? Noel, was meinst du? I want to learn about the Liyue diet. Adjusting the dish to accommodate what I'm used to seems to defeat the purpose of coming here. Oh, you want to try something with more of a local flavor. Well, in that case, you've got to try our signature dish, blackback perch stew. The only thing is, you can't really eat it without using chopsticks, and the level of spice is not for everyone. I pour oil into a hot pan, throw in a big handful of Joyun chilies, and stir-fry them to release the flavor. Then, I sprinkle in some powdered violet grass to enhance the spiciness. Phew! I can already feel the spiciness just by listening to your description. Will I be able to handle it? Zwing dich nicht dazu, wenn du es dann nicht genießen wirst. Du schaffst das? Ja, sie hält aber eigentlich viel aus normal, ne? Ach komm. Right. I can't give up so soon. It's just a harmless bit of chili pepper. I can take it. Chef Mao, I will go with your recommendation. Great. Please have a seat. One blackback perch stew coming right up. Was mit mir? Noel ist zusammen mit dem Reisen gekochten Schwarzrückenbarsch. Oh, so spicy. I can't even hold my chopsticks steadily. Geht's dir gut? Oh, I'm fine. It's certainly very spicy, but once you get over that... Oh, it's quite delicious. What surprised me is how the freshness of the fish still shines through, despite how heavily seasoned the dish is. The next time I entertain guests from Liyue, I wonder if I'll be able to prepare such delicious food for them. Deine Gerichte schmecken auch lecker. Really? Then let me bake some muffins for you when we get back. Wow, you've already finished? How do you feel? Even locals rarely finish the dish so quickly. Oh, it was very good. Thank you, Chef Mao. Ah, you're very welcome. Seeing customers satisfied is my greatest pleasure. But I must say, I really didn't expect you to drink the soup. It's so spicy that most people here in Liyue can't even handle it. The soup? We weren't supposed to drink it? wir sollten aufbrechen. Oh, yes. Next time I eat in Liyue, I'll be sure to check how each dish is meant to be consumed first. Oh, that sounds like ironwork going on over there. Is it a blacksmith? From the kind of weapons made here, I should be able to learn something about the local combat style. Will you come with me to the blacksmith so I can take a look? Du meinst bestimmt Hanfengs Eisenwaren, klar, folge mir. Oh, great! It's almost like you're the host and I'm your guest. As a maid, I can't help but feel a little guilty. Ach, Schmarrn, Noel. Sie ist schon knuffig, Alter. Ich
Bin gespannt, ob die dann demnächst mal welche aus Einladungsereignisse aus Lübe machen. Vielleicht kommt er das mit Inazuma? Ach, verdammt. Auf jeden Fall mit dem neuen Gebiet halt. Oder ist, was sich nur aufs neue Gebiet konzentriert? Just from looking at these weapons, I can tell they have great power. This is the nation built by the Geo Archon, after all. I wonder how Favonius' bladework could be applied to these weapons, and what kind of modifications would be needed. Dich küsst wohl gerade die Muse. Yes, and even though I'm just thinking through problems as I always do, I don't feel as nervous as I did when I was in Mondstadt. Hey, you over there! What are you doing? Huh? What's wrong, little boy? Huh? Who you calling little boy? I'm a mighty warrior. I see you, with your strange attire, acting all mysterious, loitering around the Ironmongers. Yeah, you're up to no good. I'm not up to anything. Huh, you can't hide it from me. I see the way you look at those weapons. Same way I look at them, too. You must be planning to sneak over and steal a couple of blades when the man's not looking, huh? Well, I'm warning you. Quit while you're ahead. Stop before you do something you'll regret. Cause if you get caught, that man is gonna yell at you. Hat er schon mal probiert, hä? Sie hat eine eigene Waffe, sie hat das nicht nötig. Yes, that's right. In any case, my weapon of choice is the greatsword. And I don't see any of those here. Greatsword, huh? Well, you got one thing right. The man refuses to show anyone his greatsword in the store. No matter how many times you beg him. Trust me, I would know. But let's not get ahead of ourselves here. I still don't think I can trust you. Unless... unless you show me your greatsword and also your vision. Wow, das also bist du in Wirklichkeit. That's not true. No greatsword can outshine the mighty Dugu longsword. And one day, I'm gonna get my Geo vision. So, I'm not jealous. Who said anything about being jealous? The cat is out of the bag. All right then, if you insist. Please be careful with them. Don't hurt yourself. You're really gonna let me have a look? Wow, you're so nice. Dongshu nimmt mal es Waffe und göttliches Auge sorgfältig unter die Lupe. That glow, it really is a Geo vision. And this sword is so heavy. I can't hold it. It's not fair. If only I were a bit bigger. Be patient, you'll get there. Besides, I'm sure your dream will come true one day. It's clear to me now. You bear a Geo vision. You wield a greatsword. You're a nice person from Mondstadt. You must be a fabled knight of Favonius. I must accept that the Knights of Favonius of Mondstadt live up to their name. But I shall not concede defeat. As surely as the hills are green and the rivers flow into the sea, our paths will cross again. Oh, he's gone. I do hope there are no further misunderstandings today. Children in Leela have these dreams too. I never would have thought. When I was little, the other Mondstadt kids and I always used to imagine what kinds of visions we would have when we grew up. I hope that someday, this boy's dreams will come true too. Anyway, what's next? Should we visit Leela's harbor or take a short break? Besuchen wir den Hafen, vielleicht lernen wir etwas von den Mittelriesen. Schauen wir beim drei Becher Rausch vorbei und setzen dann unsere Erkundung fort. Machen wir noch eine Pause. Yes. If we plan to explore further, let's take a short break first. Dollar. Ja, die Einladungsereignisse sind schon ganz witzig, aber ich denke mal nach dem mit der Noelle, wenn wir dann erstmal mit Song Lee machen, um ein bisschen Action hier reinzubringen. Oh, you must be from Mondstadt. Looking at your outfit, you don't seem to be an ordinary civilian. In which case, surely... Da sind wir wieder. You must be an illustrious knight of Favonius. Pardon my directness. My name is Iron Tongue Tien, and I was hoping that you could help me out. Oh, hold on. I'm really sorry. I am not yet an official knight.
but just a maid of the Knights of Pavonius. Maid? Of the Knights? A maid knight? Oh, now that is genuinely intriguing. Miss, if you're willing to help me out, I have every confidence that you will provide me with infinitely more source material than any other knight could. Material? As you can see, I have been a local storyteller here for a long time, and, well, my audience is starting to tire of hearing the same old stories over and over again. When I saw this young lady show up just now, I was quite awestruck by her, so much so that I was suddenly inspired by the idea of writing a new book, A Knight's Journey Through Liyue. However, inspiration is just the start. I still need some material to work with. Even the most ingenious storytellers don't just come up with stories out of thin air. I do occasionally hear anecdotes about the Knights of Favonius doing the rounds here in Liyue, but they're mostly unreliable rumors, with everyone telling a different story. Far better to find an actual knight and see for myself. But I am still not a knight yet. Ah, don't worry about all that. As the saying goes, the story should be inspired by life, but larger than life. As the storyteller, I can change a detail or two here and add some dramatic effect there, you know. Honorary Knight, I'm a little conflicted. What should I do? Although I should always lend a hand to anyone in need, it would be dishonest for me to pretend to be a real knight. Das ist nicht unehrlich. Das ist nicht unehrlich. Mit deiner Hilfe fällt ihm nur leichter eine Geschichte ein. You understand me. Miss, rest assured that I will not put you in a difficult spot. All I'm asking you to do is to come with me to the countryside and show me some of your blade work. Let me see something new. I'll fill in all the other details. All within reason, of course. Well, okay then. If it's just providing some initial source material. Okay. Alter, die Noe kann halt nirgends hingehen, ohne dass irgendwas eskaliert. Teleportiere. So. Faster? Oh. I heard earlier from the Millilith that some hilly churls have been wreaking havoc in the countryside. Ooh, let's head over there. Da hinten ist das Metall. Deswegen habe ich das auch markiert. Wir gehen es mal schnell abbauen. Der eine rollt weg. So, schauen wir mal, was die da sagen. This looks to be the place. Ah, but it seems our timing is off. The hilly churls are nowhere to be seen. Oh, if the hilly churls are not around, does that mean you can't get any source material? Not necessarily. Look at all the things they left here. Miss, why don't you use your great sword to clean the place up? Cleaning up? Well, that shouldn't be too difficult. But the hilly churls could return at any moment. Mr. Tien, please find a safe location from which to observe. Okay. The knight's meticulous mind attended to each and every detail of her duty with the utmost care and attention. This is good. I can work with this. Very. Oh, you're taking notes already? Cleaning up a camp. I guess I do this kind of thing all the time. So it should be okay to include in your book. Wonderful. I'll call this one the Indomitable Sword of Favonius. Alter, und ich zerstöre halt den ja auch hier zu Hause und alles. Steady as stone. Oh ja. Die hat auch ein normales Favonius-Schwert, ne? Habe ich hier das ausgerüstet oder hat die ein eigenes? Ich glaube, die werden jetzt begeistert sein, wenn sie wieder kommen.
Wo ist der? Achso, der Turm kommt einfach. Sensational. I will call that one the impregnable shield of chivalry. Hmm, yes. It's coming to me now. With the prescience of a prophet, the knight foresaw the precise moment of the hilly churl's return and promptly warned the commoners to take cover. Now she stood alone as she drew her sword and strode forward to confront the enemy. Oh, this is all great material. It's just a pity that the only enemies are these hilly churls. I've got it. Would the two of you be able to give me some kind of mementos? Mementos? That's right, mementos. Though the story is a work of fiction, the more real it feels, the more engaging it will be. Some sort of battle trophy to display before the audience? Ooh, would really seal the deal. Okay, so something like a hilly churl mask or an arrowhead? If it's all the same to you, I was thinking more along the lines of, well, maybe a component from that ruin god. Okay, hast du das mit dem Überleben hinauswachsen gemeint? Yes, you've got it. You really understand where I'm coming from. I've heard that there's a very common component in ruin guards called the, chaos device? I should write down my new ideas before I forget them. Just hand the chaos device to me once you've managed to obtain it. Ich habe jederzeit einen dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich da 50 Stück habe oder so. Ich habe sogar, ja, fast 50, Alter. Siehst du, 46. Oh, such mighty power, so battered and bruised. Mm. I just need to embellish it a little further and this will be perfect. Embellish it? Even further? Hm. Well, as long as I have been able to help you with your creative process. Of course you have. Okay. I know where I'm going with this story now. I need to get back and start writing. Oh, and if the two of you have any free time later, stop by Third Round Knockout and you can hear me tell my new story. Oh, I wonder how Mr. Tian's story will turn out in the end. For some reason, I have a bad feeling about it. Why don't we go back to Liyue Harbor and listen for ourselves? Uh-oh. Was macht er denn draus? Das würde mich jetzt interessieren. Noch irgendwas an Zeug, was ich holen kann? Eigentlich nicht, ne? Da ist lauter Eiszeug. Hä, was ist denn das in der Mitte? Sind das nicht so Dinger, was ich aktivieren muss mit diesen... Ah ja, da drin. Na okay, das hört aber auf, da brauche ich dann die Geokraft dazu. Ja, egal. Können wir anders mal... Also, warte mal, wir wollten eigentlich woanders hin. Karte. Und zack. Jetzt bin ich gespannt, was der draußen macht. With a roar like thunder, iron clashed with iron. Then, four gigantic fists came pounding into the ground with a force beyond what could be put into words. So colossal was their weight, and so earth-shattering their impact. Such unthinkable power could easily cleave a stone peak right off the top of a mountain. Any ordinary human would either be torn to pieces in an instant, or at the very least, suffer indescribable injuries. But not so the knight from beyond the border. She did not flinch in the face of the flying iron fists, but sank instead into a low, fighting stance. And with one swift sweep of her sword, the clash of metal erupted once more as dust billowed all around. Moments later, there was a deep and dull thud as the dust dispersed to reveal two pairs of iron claws lying lifeless on the ground. Such is the awesome power
of the impregnable shield of chivalry, an esoteric martial technique practiced exclusively by the Knights of Mondstadt. The knight barely had time to catch her breath before a dark shadow leaped up before her into the sky, blotting out the sun and turning day into night. It was a ruin hunter. But she was no ordinary knight, and in her heart she declared, "I have nothing to fear." With an almighty battle cry, she unleashed the indomitable sword of Favonius. Beams of golden light shone out in all directions. A gust of wind raced through the battlefield. Sparks flew and debris fell. One knight against two ruin guards and a ruin hunter? Surely that must be an exaggeration. I suppose these stories are supposed to be taken with a grain of salt. Is this about me? What is he talking about? Oh no, this won't do. I must ask him to rewrite the story. Schon gut, das Publikum nimmt sie ja nicht ernst. Hard to believe? Then feast your eyes on this. This is solid proof of the Maid Knight's journey to Liyue. A fragment of a ruin guard's armor, cut from its carcass by a blow of her blade in the midst of her death-defying battle. That is part of a ruin guard. A friend of a friend of a relative in the Millilith told me about these. Whoa. It's real, all right. Look at the cuts on it. Fresh from the battlefield. I must explain to Mr. Tien. Honesty, modesty. These are the virtues cherished by the knights. Hey, will you look at that? That girl over there looks uncannily similar to the knight from the story. Oh, fuck. Oh, I'd say more than just similar. She's the spitting image. Oh, should we get an autograph? Oh, it's definitely her. The legendary Maid Knight. Huh? Was verschwinden wir hier? Oh, okay. And so, the knight went west from Stonegate with her sword in hand and scaled the mountains of a vast new land. A legend from the moment she set foot in the U.S. Tales of the adventures of the Maid Knight would be talked about for hundreds of generations. Stay tuned for the next chapter. Rittermarkt. Der Ritter passiert das westliche Stein, so ist ein Schwert, das treue Gefährte dabei. Bis nach Liebe geht er. Sein Name wird noch in späteren Generationen bekannt sein. Der Blick ist so geil. Oh, shit. Oh, ich liebe es. Wenn sie eins können, dann sind es solche Dinger. Und verdammt, ich vergesse immer, dass ich da... So. Er hat sammelt Wochenaufträge. Hallo, lass mich raus. 10 Dekorationen, ja. Ah, das sind jetzt auch Wochenaufträge. Wow, wie viele Wochenaufträge gibt's denn, Mann? Stimmt, ich habe meine Dinger gar nicht abgeholt, ne? Der Topf. Uah. Mal schauen, die Augen wieder. Das Lustige ist ja... Oder was ist das Lustige? Was ist dran lustig? Das Schöne ist ja eigentlich, dass man das alles hier immer so mal täglich hier mal eine Folge, dann mal eine Folge. Ja, bla 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 bla. Dekoration. Erhalten. Da fehlt mir ein alles nehmen. So. Was haben wir denn eigentlich noch? Ach ja, stimmt. Wir brauchen ja eigentlich noch ein paar Sachen, ne? Dieses verdammte Kiefernholz brauchen wir noch. Das müssen wir auch noch suchen. So. Was haben wir jetzt eigentlich alles gebaut? Eigentlich nur 3 solche Dinger, ne? Das dockt ja nicht automatisch an. Das muss schon irgendwie in die Richtung da sein. So. Okay. Da, das mal weg. Zack. Zack.
Da haben wir jetzt zwei, da haben wir drei so Dinger. Ja, da fehlt uns noch ein Eckteil, ne? Ja, müssen wir mal schauen, was wir da so reißen können. Ist doch schon ganz lustig. Änderung speichern. So. So können wir ja eigentlich nichts. Warte mal, wir können nochmal schnell schauen. Schatzkammer. Nee, warte, falsches. Ah, ich muss über. Wo ist es? Vertrauensstufe war es. 720 von 12. Für die nächste Vertrauensstufe dauert es noch ein bisschen. Warte mal, ist nicht dieser Kannengeister? Oh ja, der ist echt da. Den hätte ich fast wieder vergessen. Pennt der gerade? The one before you. Ja, ja, bla bla bla, Bolle. Ah. Das ist jetzt ja auch nichts Geiles, Alter. Was ist denn das? Das ist doch voll der Müll. Ich meine, was soll das, Junge? Bring mir mal einen Scheibenschüssel mit, Alter. Was ist hier los? Dann müssen wir halt wieder dahin gehen. Wir müssen hier ein bisschen einkaufen. Bolle und Knolle, Alter. Schatzkammer. Dekorationen. Was haben wir hier? Hier immer noch das ganze gute Zeug, oder? Da ist so eine X-Mauer, da ist so eine Mauer. Unterschlupf für Sternengucker. Waldspaziergang, okay. Das ist Flügelhaus, Morgengrauen, Abenddämmerung. Das sind Hofeindinger vor Lübe. Das ist ja auch Liebe, ne? Ja, genau. 160. Wie groß ist das eigentlich? Ich weiß nicht, wie groß das ist. Deswegen will ich es mir. Warte mal, das war eigentlich ziemlich groß, ne? Ah, komm, Mist. Egal, holen wir uns jetzt. Große Steinmühle, Bauernhaus, offene Bäckerei. Aha. Das ist wahrscheinlich. Da kann ich dann kochen, wahrscheinlich. Belebter Wahn. Was ich bräuchte halt wären. Ja, ein Alchemie-Ding. Nicht die dämlichen Apparate, sondern wirklich einen Tisch dafür, damit ich das selber machen kann. Gibt's denn auch zu bauen? Oder hab ich den bloß noch nicht gesehen? Alter, die Lampen sind geil. Ja, sonst ist eigentlich nur Grütze da, ne? Abgenutzter Einhänder. Machen wir einfach so. Ja, wir holen uns mal das Pavillon. Wir holen uns das dämliche Flügelhaus. 156 haben wir noch. Kann ich mir eigentlich nur noch hier was holen. Glatte Steinbank. Brunnen im alten Stil. Hm, der schaut doch eigentlich ganz gut. Wobei, wir haben schon Brunnen, ne? Vielleicht später mal. Dekoration können wir ja schauen. So, als Lüe. Oder Lüe. Adeptenbernstein. Schmetterlingsblätter. Oh, die schauen ganz cool aus. Feuerblätter. Die Steine sparen wir uns mal. Büsche. Grüner Schwertknochenbaum. Der schaut auch gut aus. Ah, fuck, jetzt kann ich den nicht mitnehmen. Egal. Wir haben einen Haufen Zeug. Dann Dekoration herstellen. Oh ja, ich kann ja nichts herstellen. Ich brauche ja das andere Zeug dazu. Was brauche ich dafür eigentlich? Dafür, ich brauche überall Kiefer. Ja, dann stell doch mal das daher. Und dann müssen wir uns noch Kiefer besorgen. Gut, das sehen wir dann aber. Wobei, jetzt habe ich eh schon so viel aufgenommen. Ne? Egal, das sehen wir dann in einer anderen Folge. Beziehungsweise... Ihr seht es dann eigentlich gar nicht, weil das mache ich dann ohne euch schon immer. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Die Folge ist jetzt auch noch ein bisschen länger geworden, weil ich jetzt hier noch ein bisschen rum dekorieren wollte. Oder was heißt dekorieren halt? Ihr wisst schon. Der Gelände. Da habe ich das Zeug geholt, ne? Ja, das ist ein schöner Baum eigentlich. Dann können wir dann... So.
Genau. Ändern und speichern. Genau, und dann bedanke ich mich an euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann mit der Noelle weitergeht. Da haben wir ja das mal 6 Stück. Mal schauen, wie viel wir dann pro Folge machen können. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und Servus.